Eine Landkarte voll mit uns noch unbekannten Orten. Eine Landkarte voller Möglichkeiten. Vor uns liegt eine Welt, die wir mit dem Wind in den Segeln bereisen wollen. So viele unglaubliche Momente, auf die wir zurückschauen und so viele, die wir noch gemeinsam erleben wollen. All das Unbekannte, all die Abenteuerlust, so viel Fernweh, all das, was hinter dem Horizont liegt, hinter dem großen, scheinbar unendlichen Blau, hinter den Meeren dieser Erde. Doch ist unser Boot bereit? Sind wir bereit, um ein neues Kapitel zu schreiben? Doch noch sind wir auf Martinique und bevor wir abreisen, wollen wir ein letztes Mal gemeinsam mit unserer Atlantik-Crew das Festland erkunden. Für uns geht es heute endlich ins Grüne. Unser letzter Tag auf Martinique beginnt, bevor wir uns auf den Weg zu unserem eigenen Boot machen. Ja, richtig tropisch hier. Man läuft hier durch den Dschungel, durch die Bambuswälder. Wir sind wieder am Land und direkt wieder im Grün. Das tut so gut, die Luft. Klar, Luftfeuchtigkeit so hoch, aber es ist einfach so geil, die Luft zu atmen. Hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. Und wir waren jetzt unten an einem kleinen Wasserfall schwimmen. Und dann haben uns Leute gesagt, da oben ist noch ein viel, viel größerer, da sollt ihr noch hin. Und deswegen haben wir uns jetzt noch mal auf den Weg begeben. So, am zweiten Wasserfall angekommen, um einiges größer und noch mal sehr, sehr viel krasser. Wir sind hier in so einem Loch drin, 100 Meter breit und dann kommt der Dschungel runter und der Wasserfall runter. Unfassbar, richtig, richtig geil. Wieder die einzigen hier. So, so geil. Einfach ohne Touris. Wir sind ja auch Touris, aber einfach sowas allein in der Natur genießen zu können. Kannst du keinem erzählen, ey. So geil. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wir sind im Rainforest. Und ich finde es so geil. Es regnet echt drüben. Der Wasserfall ist so geil. Ich bin so vernichtet zu sein. Endlich wieder am Land, ne? Endlich wieder in der Nature, endlich wieder Abenteuer, endlich wieder Drogen. Ist gleich schon dunkel. Deswegen müssen wir uns jetzt richtig beeilen, aber auch aufpassen, weil jetzt ist es richtig glatt.
zieht euch bitte diesen Baum rein. Der Baum ist einfach nochmal next level von der Größe her. Hier fängt die Wurzel an. Hier gehe ich dann lang. Oh. Geht er hier rein? Geht er hier lang? Bis dorthin. Und dann hieß es, Flüge buchen, all unseren Kram zusammenpacken und die letzte kurze Strecke bis zu Domrep per Flugzeug zurücklegen. Das mit dem Flüge buchen haben wir schon ein paar Tage vorher gemeinsam mit einer großen Portion Vorfreude auf unser Boot und mit NordVPN erledigt. Für uns ist es eigentlich kaum mehr vorstellbar, ohne NordVPN zu reisen. Wir vergleichen mit NordVPN Preise für Flüge und Unterkünfte und haben gleichzeitig auch Zugriff auf all die Serien und Filme, die wir unterwegs schauen wollen, um uns ein bisschen die Zeit zu vertreiben während des Reisens. Denn was wir vorher auch nicht wussten, bevor wir überhaupt losgefahren sind, in vielen Ländern sind die Filme und Serien, die wir uns anschauen wollen, manchmal gar nicht verfügbar, weil es die in dem jeweiligen Land, wo wir gerade sind, gar nicht gibt. Und mit NordVPN kann ich mich dann mit meinen Geräten virtuell in Deutschland einloggen und kann dann alle Filme und Videos streamen, die in Deutschland gerade zur Verfügung stehen. Ich freue mich auch schon wieder ein bisschen auf unsere Movie Nights am Boot. Und wenn ich daran denke, wie oft wir uns unterwegs in fremde Netzwerke einloggen, dann bin ich auch sehr dankbar für NordVPN, weil damit sind wir nämlich auch sicher unterwegs im Internet. Wir haben NordVPN als App auf unseren Geräten, wie zum Beispiel Handy oder Laptop, und ein Konto schützt bis zu 6 Geräte, was für uns mega praktisch ist. Wenn du das auch mal ausprobieren möchtest, dann geht das natürlich, denn es gibt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie bei NordVPN. Also hol dir einfach mit unserem Link den exklusiven NordVPN-Deal. Der Link ist in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit und jetzt gucken wir endlich mal, wie unser Boot ausschaut. Wir landen in Santo Domingo, 5 Stunden Autofahrt von unserem Boot entfernt. Und die bringen wir jetzt noch hinter uns. Oh, geil, dieses Klima, ne? Ich lieb das. Was? Das ist so geil, dass es hier so warm und schwül ist und es riecht nach Regen und so. Ich finde das so toll. Wir fahren jetzt zum Boot nach. Oh. Noch ungefähr 10 Minuten, dann kommen wir in Luquon an. Dort liegt unser Boot und hier ist alles schon viel, viel grüner als letztes Mal. Es regnet auch gerade und wurde auch gesagt, dass es sehr, sehr viel geregnet hat. Was natürlich sehr, sehr schön ist, dass wir dann mehr Wasserfälle, Flüsse uns angucken können. Aber ein paar Fenster oder ein paar Luken bei unserem Boot waren ein bisschen undicht und ich hoffe, dass da nicht zu viel reingekommen ist und alles irgendwie weggeschimmelt ist. Aber es ist jetzt richtig cool, schon hier alles zu sehen, dieser Vibe. Alle mit den Rollern unterwegs, alle chillen an der Straße. Und ein ganz, ganz anderer Lifestyle als auf Martinique oder den kleinen Antillen oder als in Deutschland sowieso. Aber ich bin gespannt, die Spannung steigt, was mit unserem Boot passiert ist. Und jetzt müssen wir gleich erstmal zu unserem Boot hinkommen, ne? Wir haben kein Ding hier, wir müssen irgendwen fragen, ob er uns und unser ganzes Gepäck dorthin bringen kann. Oder einer fährt rüber und holt das Ding hier und paddelt. Das wäre natürlich auch eine Option, auf jeden Fall. Wird spannend. 8 Monate lag unser Boot jetzt ganz allein in Luperon. Es war nie geplant, so lange weg zu sein, doch wir hielten es für sicher. Ein Hurricane Hole, geschützt und umgeben von hohen Bergen, die einen bevorstehenden Hurricane ableiten würden. Doch passieren kann anscheinend immer etwas. Drei Tage nachdem wir Luperon verließen, spielte sich eine riesige Katastrophe direkt neben unserem Boot bei den Fischerbooten im Hafen ab. In einem großen Fischerboot gab es eine Explosion und es zündete ein weiteres mit an. Die Situation geriet vollkommen außer Kontrolle. Leinen verbrannten, brennende Boote trieben durch die Bucht. Überall schwarzer Rauch und Feuer.
Manche Boote flohen, suchten sich andere Ankerplätze. Wir mussten bangen, mussten hoffen, dass der Wind und die Strömung keines der brennenden Schiffe weiter in unsere Richtung trieb. Ein riesiger finanzieller Schaden für die Fischer des Dorfes, doch das Allerwichtigste, am Ende dieses Tages ist niemand zu Schaden gekommen und allen Menschen geht es gut. Das Feuer konnte gelöscht werden, keine Häuser und Wälder wurden in Brand gesetzt. Ein Schock für alle, mit einem mehr oder weniger guten Ende. Eine kleine Ewigkeit später und es scheint, als wäre nie etwas gewesen. Wir sind zurück in Luperon. So, wir haben jetzt einen Fischer gefunden, der uns rüberrudert mit seinem kleinen Bötchen. Der einzige, der hier weit und breit zu sehen ist. Aber der ist korrekt und hilft uns jetzt. Let's go. Unser Ding ist ja am Boot und jetzt sitzen wir hier bei einem Mann im Boot und er rudert uns jetzt rüber. Und genau in dem Moment, wo wir alles eingepackt haben, kam jetzt jemand mit seinem Motorboot. Ein bisschen unglücklich. Aber unser Boot steht eigentlich sehr weit hier vorne und so weit ist es nicht. Ich kann es von hier jetzt gerade schon sehen, es ist sehr aufregend. Die Aufregung steigt, gefühlt mit jeder Sekunde, in der wir unserem Boot näher kommen. Da steht es, wartet geduldig darauf, dass wir zurückkommen. Boah, das sieht richtig angemanscht unten aus. Da ist es, da ist es. Alright. Hier sieht nämlich nicht mehr so gut aus. Hoffentlich ruhigt er nicht ab, wenn wir es jetzt aufschließen. Hier sieht ja mal gar nicht gut aus. Eine Ewigkeit später. So, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht, um hier reinzukommen. Es war wieder typisch. Ich frage mich manchmal, vielleicht irgendjemand nicht will, dass wir hier zurückkommen. Dieses Schloss ist so verrostet, warum auch immer, weil eigentlich war ja hier zweimal im Monat jemand drin und hat hier reingeguckt. Hier ist auch eine kleine Botschaft. Guck mal, wie süß. Herzlich willkommen auf eurem schönen Zuhause. Wie süß. Cool. Erst dachte ich so, oh, alles voll ranzig hier, wir kommen nicht rein, alles verschimmelt. Und dann habe ich mich richtig gefreut. Da ist sowas immer aufheiternd. Ja. Und dieses Schloss hier, ne, wir haben jetzt das hier mit dem Hammer durchgehauen, heißt, unser Schloss war eh nicht so richtig, richtig einbruchsicher. Wir haben es einfach durchgehauen, weil das hier bewegt sich gar nicht mehr, ist komplett zugerostet. Und ohne unseren netten Bootsnachbar, der uns das ganze Werkzeug gebracht hat, wären wir jetzt wahrscheinlich nicht hier drin. Es war aber auch allerhöchste Eisenbahn, dass wir jetzt wiederkommen, weil die Schüssel ist bald voll. Die ist bald voll, aber noch nicht voll. Nee, nicht ganz. Okay, jetzt erstmal alles raus. Wie man sieht, die ganze Decke verschimmelt, komische Tierchen, alles dreckig. Bis jetzt noch überhaupt gar nicht geil. Ich hoffe, es wendet sich alles noch zum Guten und das sind momentan alles kleinere Probleme. Aber egal, wir müssen jetzt anfangen, alles raus, damit wir heute noch gut hier schlafen können und es ein bisschen gemütlich uns machen können vielleicht. Aber 99,9% sind die Akkus geladen. Das hört man doch gerne.
super. Ja, ich putze jetzt hier hinten gerade mal alles durch, damit wir hier schlafen können gleich. Hier sind die Wände so ganz leicht an ganz wenigen Stellen so ein bisschen angeschimmelt. Und hier liegen hier viele tote Fliegen. Ich weiß nicht genau, wo die herkommen. Und die Kopfkissen und die Bettwäsche, die hier lag. Ich habe ein paar Sachen draußen gelassen, weil die nicht mehr in den Schrank passen. Die sind total tot. Die müssen auf jeden Fall weggeschmissen werden. Kann ich euch gleich mal zeigen, wie das aussieht. Aber ansonsten bin ich jetzt hier, glaube ich, sogar gleich fertig. Ziehe dann die neue Bettwäsche drauf und dann haben wir wenigstens hier hinten gleich schon mal einen Raum, wo man entspannt heute Nacht pennen kann und wo es wieder einigermaßen gut riecht. So, oh, das sieht aber noch frisch aus, alles, was wir hier drin haben. Wow, riecht sogar noch gut. Sehr gut. Heute Nacht ohne Kopfkissen, weil die sind nämlich verschimmelt. Jetzt noch ein Duftspray und dann ist hier hinten wieder fein alles. Sonniger Winter, stimmungshebend. Das trifft es ganz gut, glaube ich. Mhm. Perfekt. Jetzt haben wir hier wieder eine richtige Lounge. Es war ein wenig ernüchternd, im strömenden Regen anzukommen, mit einem Haufen nasser Taschen und Sachen, die wir nirgends verstauen konnten. Also wollten wir wenigstens das Schlafzimmer bis zum Abend gemütlich machen, damit wir uns langsam wieder einleben können. Kein Kopfkissen, unsere Kopfkissen verschimmelt sind und das hier ist irgendwie so hart. Und irgendwie muss ich mich erst wieder daran gewöhnen, da unten drin zu schlafen. Schon war es ein bisschen eng, ich dachte noch reinkrieche. Es ist 8:30 und wir sind irgendwie um 9 Uhr ins Bett gegangen. Ja, aber wir zwischendrin so viel wach waren. Bist du nicht sogar aufgestanden? Ja, aber trotzdem voll lange gepennt. Ja. Hier war eine Mücke. Ich hab meinen Knöchel zerstochen. Ich hab gestern noch gesagt, wenn jetzt noch Mücken in unserem Zimmer sind, dann ist das Chaos perfekt. Ach fuck, wir brauchen das Schloss hier. Hast du den Schlüssel? Und wie die 40, na, kommen gar nicht weg. Hoffentlich geht das. Passt die? Keine Ahnung. Wird schon passen. Nee, passt nicht. Läuft die auch? Warte, warte! Ja, so. Ihr müsst auch warten. Das Dingy, was wir 2 Monate vor unserer Abreise gebraucht gekauft hatten, sieht nach all der Zeit ganz schön traurig aus. Die Sonne hat den Kleber, der es zusammenhält, angegriffen und es verliert viel Luft. Ein To-Do mehr auf unserer Liste. Aceptaste la invitación y llegamos ya bien lejos. Tú y yo estamos juntos sin intercepción, sin ruido, solo deseo. No miramos a los ojos, mar Caribe en el fondo, el deseo se hace profundo. Wieder an Land. Wir paddeln hier eigentlich immer hin und her, weil unsere Dingy-Motoren springen noch nicht an, die müssen noch fertig gemacht werden.
Unterwasserschiff ist jetzt fertig, die Solarplatten sind dran, machen gerade die Innenräume sauber, räumen alles ein und wir brauchen natürlich auch Internet, deswegen gehen wir jetzt nochmal ins Dorf eine SIM-Karte holen. Das Unterwasserschiff haben die jetzt komplett abgekratzt, ich hätte es außerhalb gemacht, ich bin auch davon ausgegangen, dass wir es selber machen, aber die wollten das unbedingt machen und hatten da ihren Kompressor mit dem Schlauch, wo die Luft bekommen haben. Wir haben ihn noch gefragt, ob wir rausfahren sollen. Genau, und dann haben... Draußen, damit das Wasser cleaner ist. Ja, aber dann haben wir gesagt, nee, machen wir hier. Und die wollten 60 Euro dafür. Und dann kann man natürlich nicht Nein sagen, ne? Hier, der Müll ist natürlich auch nicht so richtig geil. Ich habe gerade ungefähr vor einer halben Stunde zwei Paar Schuhe hingestellt, die voll kaputt und dreckig und so waren. Die waren direkt weg, direkt eingesackt. Ja, kann man auch gebrauchen. Mhm. Aber ja, so läuft das Leben hier. Wir kommen Schritt für Schritt weiter. Das Ding hier hat leider ein kleines Loch, das verliert irgendwie auch Luft. Haben wir noch gar nicht so lange, deswegen ist das umso doppelt so ärgerlich. Das war übrigens heute der Tiefpunkt des Tages. Von Leonie. Können wir aber flicken. Wir kriegen das schon alles hin. Man ist natürlich so ein bisschen überfordert mit den ganzen Sachen, wenn man von so einem riesen Katamaran kommt und jetzt wieder in so einem kleinen Maulwurfbau ist, aber das kriegen wir schon alles hin. Ich bin schon wieder im Gammel-Look angekommen. Ciao. Dahin muss doch noch das große Ding. Wie ihr seht, kommt da noch einiges an Arbeit und auch einige Schocks auf uns zu. Wir müssen irgendwie erstmal einen Anfang in all dem Chaos finden. Und während wir das machen, würden wir uns freuen, wenn ihr ein Like und ein Kommentar und, falls das noch nicht geschehen ist, auch ein Abo dalasst. Das freut übrigens nicht nur uns und motiviert uns, diese Videos in bestmöglicher Qualität abzuliefern, sondern auch den Algorithmus, wodurch vielleicht noch einige andere Abenteuerbegeisterte mit an Bord kommen. Wir werden uns jetzt langsam hier einleben und was in der Zeit passiert, zeigen wir euch nächste Woche. Tschüss!